Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass der Kurt-Laßwitz-Preisträger aus dem Jahr 1999 mir Gelegenheit gibt, mein schönes Papst-Benedikt-Fan-T-Shirt mal zu zeigen. Hier ist es. Und das liegt daran, dass im Jahre 1999 der Roman Jesus-Video von Andreas Eschbach gewonnen hat. Im Hardcover hieß der Roman offensichtlich Jesus-Video, nachher in der Taschenbuchausgabe das Jesus-Video. Ich habe die Taschenbuchausgabe gelesen, gehe aber davon aus, dass die inhaltlich identisch ist. Die Originalausgabe ist im Jahre 1998 erschienen, das ein interessantes Jahr war, insbesondere auch was die Thematiken dieses Romans angeht. Juristisch gibt es einige Sachen, von denen ich gedacht hätte, dass sie viel länger zurückliegen. Der Bundestag genehmigt den Lauschangriff, also man darf jetzt mehr abhören, wenn man Verdachtsmomente hat. Und das Kranzgeld wird in der Bundesrepublik abgeschafft. Da geht es darum, wenn eine Dame verlobt ist mit einem Herren und die haben dann also, da wird dann die Jungfräulichkeit beschädigt und dann kommt es aber nicht zur Ehe, dann hatte die Dame bis 1998 also Anspruch auf Schadensersatz. Das gibt es seitdem nicht mehr. In den USA hat man ganz andere Probleme im erotischen Bereich. Genauer gesagt, Mr. President hat ein Problem, nämlich Bill Clinton. Es ist die Lewinsky-Affäre. Eigentlich geht es nur am Rande, wenn man die juristische Betrachtung anschaut, um Monica Lewinsky, die Praktikantin im Weißen Haus. Hauptsächlich in der juristischen Betrachtung geht es um Frau Paula Jones, die halt sagt, der wäre also gesetzeswidrig zudringlich bei ihr gewesen. Und dann gab es eben Verhöre und da hat Bill Clinton abgestritten, dass er mit Monica Lewinsky Geschlechtsverkehr hatte. Die ganze Welt hat sich gefragt, was interessiert uns das denn? Aber in Amerika war das ein Riesenthema, nicht an sich wegen des stattgefundenen oder wie auch immer zu definierenden Geschlechtsverkehrs. Da gibt es offenbar ein weites Spektrum, wann das denn so anfängt. Sondern weil man halt gesagt hat, er ist der Chef der Exekutive und dann hat er aber einen Meineid geleistet im Fall Paula Jones, als er gesagt hat, er hätte mit Frau Lewinsky niemals Sex gehabt. Muss man nicht verstehen, ist aber tatsächlich etwas gewesen, was dieses Land unheimlich beschäftigt hat. Die größte Weltmacht der Welt, die bestimmende Weltmacht der Welt, regt sich über sowas auf. Insbesondere in Frankreich hat man das nicht verstanden. Naja, in Bayern wird die Todesstrafe aus der Verfassung entfernt, per Volksentscheid, könnte man auch sagen, wurde mal Zeit. Die Rote Armee-Fraktion löst sich auf, das wurde auf jeden Fall Zeit. Das Kyoto-Protokoll wurde unterzeichnet, das ist ja so die Mutter der Klimaabkommen im Grunde, das war auch 98. Und in Nordirland das Karfreitagsabkommen, das soll also Frieden schaffen zwischen den Iren und den Briten in Nordirland, insbesondere die IRA will jetzt nicht mehr gewaltsam kämpfen, das freut uns. Wirtschaftlich wird die Einführung des Euro beschlossen, die EZB wird gegründet, außerdem aber auch ATTAC, eine Globalisierungs-, insbesondere kapitalismuskritische Organisation, die durchaus einige schlaue Leute in ihren Reihen hat. Die haben nämlich somit zuerst sowas entworfen wie die Kapitalmarkttransaktionssteuer. Schlaue Sache, die wir hoffentlich auch bald einführen. Meine persönliche Meinung, dass das eine schlaue Sache sei. Russland erklärt derweil den Staatsbankrott, während man in Venezuela der Meinung ist, wir probieren jetzt mal Sozialismus mit Hugo Chavez. Hat man übrigens damals, 1998, echt für eine gute Idee gehalten, zumindest aussichtsreiche Idee für Venezuela, weil die viel Erdöl haben. Da hat man sich gedacht, das kann auch im Sozialismus eigentlich nicht verheizt werden und das muss ja dann irgendwie klappen.
hat es nicht. Aktuell, wir schreiben das Jahr 2020, gibt es eine Verelendung des Landes. Sie müssen den Strom rationieren und viele andere Dinge auch. Die Leute hungern, sind auf der Straße und wir können alle nur hoffen, dass das halbwegs friedlich zu Ende geht, dieses sozialistische Experiment. In Indien gibt es unterirdische Atomtests. Es gibt Bombenanschläge auf US-Botschaften in Tansania und Kenia mit Toten und Verletzten. In der Bundesrepublik Deutschland geht die Ära Helmut Kohl zu Ende, denn Gerhard Schröder wird zum Bundeskanzler gewählt. Martin, ob das jetzt ein Linksruck ist, ist übrigens stark zu bezweifeln, obwohl Gerhard Schröder ja in der SPD ist. Aber er selbst hat gesagt, es gibt keine rechte und keine linke Wirtschaftspolitik, es gibt nur eine sinnvolle Wirtschaftspolitik. Und mit dem, was dann da rauskommt, da kann man dann eben die Mittelverwendung, kann man dann eben sich je nach Ideologie überlegen. Aber Wirtschaft an sich sei unideologisch. Sag ich jetzt mal, gebe ich jetzt mal so weiter. Martin Walser erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und hält eine sehr kontroverse Rede, wo auch der Holocaust vorkommt und der Begriff moralische Keule. Ich empfehle sehr, wenn man sich für dieses Thema interessiert, auf jeden Fall diese Rede in voller Länge und im Original sich mal anzuschauen oder nachzulesen. Das sollte kein Problem sein, das zu finden, damit man sich auch eine eigene Meinung bilden kann. Was so Sprache, Literatur und so weiter angeht, 1. August in den deutschsprachigen Ländern machen wir die Rechtschreibreform. Wir erinnern uns, das mit SZ versus das mit Doppel-S, das war damals. Computermäßig kommt Windows 98 auf den Markt und der iMac von Apple und Google wird gegründet. Vorher gab es eine Vielzahl von Suchmaschinen. Dann kam Google mit der durchschlagenden Idee, lass uns doch einfach direkt auf der Startseite einfach nur das Eingabefeld machen zum Suchen. Das war vorher nämlich alles immer kompliziert und viel Werbung und so bla 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 bla. Google hat durch Einfachheit gesiegt und ist heute natürlich die bestimmende Suchmaschine. Wir interessieren uns natürlich als Science-Fiction-Fans immer für die Weltraumfahrt. Da freut uns, dass der Bau der internationalen Raumstation ISS, dass der also vertraglich vereinbart wurde. Und zwar zwischen Kanada, Japan, Russland, den USA sowie den Mitgliedstaaten der ESA. Heutzutage im Rückblick fragt man sich, warum ist denn nicht wenigstens noch China dabei gewesen? Weiß ich jetzt auch nicht. Also vielleicht hat man gesagt, man will so ein bisschen Konkurrenz erhalten. Das ist ja manchmal auch nicht schlecht, dass man noch so einen Vergleich hat, gegen den man so operieren kann. Vielleicht hat man es auch einfach verschlafen und vielleicht waren es auch ideologische Gründe. Naja. Russland aufzunehmen, da hatten diese Gründe offensichtlich nicht dagegen gesprochen. Tja, ich weiß es nicht. Was heutzutage wieder eine gewisse Aktualität hat, in Japan gab es eine ganz schwere Grippewelle. Da wurden vorsichtshalber 16.000 Schulen geschlossen. Jetzt, da ich dieses Video drehe, stecken wir immer noch mitten in den Corona-Zeiten. Es ist nämlich Mitte August 2020. Ich komme jetzt noch mal auf einige Punkte aus dem Jahr 98 zu sprechen. Da lege ich ein bisschen Interpretation hinein. Das ist jetzt keine rein sachliche Wiedergabe, was da passiert ist. Aber das ist wichtig für den Roman Das Jesus-Video, weil der sich in diesen Thematiken bewegt und auch, glaube ich, seinen Erfolg daraus gezogen hat. Ich nehme mal vorweg, ich glaube, Das Jesus-Video hatte genau seine richtige Zeit, in der es veröffentlicht worden ist. Das ist also nicht in dem Sinne ein zeitloser Stoff. Wir schauen mal nach Israel, denn der Großteil dieses Romans spielt, also fast ausschließlich spielt dieser Roman in Israel. Da wird gerade der Staatspräsident Ezra Weizmann in seinem Amt bestätigt
Und die US-Botschaft in Tel Aviv muss geräumt werden wegen einer Bombendrohung. Also ein sehr unruhiges Land, auch damals schon. In gewisser Weise sagt man ja, oder manche Leute sagen ja, Gott kommt nur noch ins Heilige Land, wenn er weinen will. Also das, da auch damals gab es da in dem Sinne keinen Frieden. Das Jahr 1998 ist logischerweise nah dran am Jahr 2000. Ich glaube, was man sich heute immer mal wieder ins Gedächtnis rufen muss, weil denn das nicht mehr so naheliegend erscheint. Es gab tatsächlich so eine Esoterikwelle oder allgemeiner gesagt, so eine spirituelle Sinnsuche war da echt angesagt am Ende des letzten Jahrtausends. Viele Leute haben das irgendwie als Anlass genommen, dass sich eben so die erste Ziffer der Datumsangabe ändert, um da nochmal so über ihr Leben zu reflektieren. Also alles, was mit Sekten, Weltuntergangs- und sonstigen Prophezeiungen und solchen Sachen, aber natürlich auch mit etablierten Religionen zu tun hatte, das war hoch im Kurs und wurde intensiv diskutiert, auch Okkultismus und solche Sachen. Das war alles wirklich etwas, was nochmal so aufs Tablett kam und nochmal durchdekliniert wurde. Und diese spirituelle Offenheit wurde begleitet in der katholischen Kirche nicht durch Papst Benedikt, sondern seinen Vorgänger Johannes Paul II. Und dessen Einfluss kann man gar nicht hoch genug ansetzen. Was insbesondere natürlich daran lag, dass er als sehr junger Mensch für dieses Amt zum Papst geworden ist und dementsprechend lange sein Pontifikat andauerte, aber auch einfach in seiner Persönlichkeit begründet lag. Johannes Paul II. Ist relativ kurz, eigentlich in Rekordzeit nach seinem Tod heilig gesprochen worden. Das ist schon extrem außergewöhnlich. Also für die Leute, die vielleicht nicht katholisch sind, ist es nicht üblich, dass jeder Papst jetzt heilig gesprochen wird, ganz sicher nicht. Und erst recht nicht nach so kurzer Zeit. 1998 besuchte Papst Johannes Paul Kuba und Bulgarien, Ostblockländer natürlich. Da gibt es sehr interessante Anekdoten dazu, wie er und seine Kardinäle sich mit Fidel Castro getroffen haben. Und es soll, ich kenne das jetzt nur aus der Darstellung dieser Kardinäle, also die sagen halt, Fidel Castro war wohl sehr überrascht darüber, wie nah sich die Soziallehre der katholischen Kirche und die kommunistische Idealvorstellung eigentlich sind, was so gerechte Bezahlung von Arbeitern und sowas angeht. Und war dann der Meinung, oder meinte dann, eigentlich liegen wir doch total nah beieinander. Und dann hat ein Kardinal ihm widersprochen und meinte, wir liegen Welten auseinander. Denn wir glauben an den real existierenden Gott, der uns erlöst hat. Und Sie, lieber Herr Castro, glauben an ein Hirngespinst namens Kommunismus. Also schon interessante Zeiten auch für diese Begegnungen, wenn man so will. Da ist natürlich im Grunde auf globaler Ebene der Kommunismus zusammengebrochen. Wir hatten es gerade, Russland hat Staatsbankrott angemeldet und Russland war ja schon Nachfolgerstaat von der Sowjetunion. Auch daran hatte Johannes Paul II. Entscheidenden Einfluss. Also es gibt von den Beratern von Ronald Reagan, der ja im Kalten Krieg bestimmend war für die USA, da gibt es eine Aussage, da läuft selbst mir das kalt den Rücken runter. Der hat nämlich gesagt, Ronald Reagan und Johannes Paul II., die standen in ganz engem Kontakt miteinander. Und Ronald Reagan hat alle Maßnahmen, die er gegen die Kommunisten ergreifen wollte, und das waren viele, in den Vatikan geschickt vorab. Und zwar nicht zur Information, sondern zur Genehmigung, for approval. Weil er halt glaubte, Johannes Paul II., auch mit seinem Hintergrund, er kam halt aus Polen, sei besonders kompetent in dieser Sache. Tja. Ich erzähle das, um nochmal darzustellen, wie entscheidend in dieser Zeit die katholische Kirche da eingegriffen hat in die Weltpolitik.
Politik. Es gab dann noch so solche Sachen wie Konkordat zwischen Heiligem Stuhl und Sachsen-Anhalt. Musste ja dann allmählich alles mal geschlossen werden, weil diese Ostländer das ja noch nicht hatten. Geht es im Wesentlichen um Bischofsernennungen und solche Sachen. Johannes Paul II. Bricht im Jahr 1998 den Rekord bei Kardinalskreierungen, also wie viele Kardinale ein Papst ernennt. Da hat er dann den Rekord aufgestellt. Das ist aber auch verständlich aufgrund seines langen Pontifikats. Er spricht Edith Stein heilig. Das ist auch wieder im Zusammenhang mit Israel nicht ganz uninteressant, weil ja Edith Stein geboren wurde als Jüdin und dann übergetreten ist. Und da gibt es also heute noch, ich will nicht sagen Spannungen, aber das hat schon noch Diskussionsbedarf so zwischen der christlichen und der jüdischen Welt, diese Heiligsprechung. Und vielleicht für uns Science-Fiction-Fans interessant, er veröffentlicht die Enzyklika Fides et Ratio, Glaube und Vernunft, in der er darlegt, dass Glaube und Vernunft wie zwei Flügel sind, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Welt erhebt. Dieses Spannungsfeld zwischen Vernunft und Glaube ist durchaus auch ein Thema von das Jesus-Video. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, ein Thema von Andreas Eschbach. Biografische Daten und so weiter habe ich schon im Video zum Kurt-Laßwitz-Preis 1997 genannt, zu Solarstationen. Das möchte ich jetzt nicht so wiederholen. Ich gehe mal auf andere Aspekte ein. Ich erinnere mich, das ist bei mir hängen geblieben, dass Andreas Eschbach in einem Interview oder in einem Essay, das weiß ich nicht mehr, geschrieben hat, jemand, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgewachsen ist, sollte kein Anhänger irgendeines Ismus sein. Und da fällt einem natürlich dann sofort ein, Sozialismus, Kommunismus, aber auch Katholizismus, Kapitalismus, also alles, was man da so hat. Diese ganzen Ideologien. Er selbst hat sich da in diesem Zusammenhang. Das sind aber jetzt ältere Texte, also ich weiß nicht, ob sich seine Ansicht inzwischen geändert hat, aber es ist ja auch ein älterer Roman. Er selbst hat sich mal bezweifelt als zweifelnden Agnostiker, was ich sehr schön finde. Agnostiker sind ja eigentlich Leute im Gegensatz zu Atheisten. Atheisten sagen, ich weiß ganz sicher, es gibt nichts Göttliches. Ein Agnostiker sagt, ich weiß es nicht. Ich kann es einfach nicht sagen. Für mich ist hier nichts belegt, weder in die eine noch in die andere Richtung. In dem Sinne ist ein Agnostiker jemand, der dieser Thematik neutral gegenübersteht. Und ein zweifelnder Agnostiker wäre jetzt ja jemand, der sich nicht sicher ist, ob diese Neutralität richtig ist oder ob es nicht doch einige Punkte gibt in seinem Leben, die für die eine oder andere Richtung einen Ausschlag geben. Das ist also auch wichtig, wenn wir gleich auf die Figuren kommen in diesem Roman. Also diese Haltung ist, glaube ich, für einen Schriftsteller, der einen solchen Roman mit einem solchen Ensemble schreibt, ideal. Andreas Eschbach, da gab es auch so in Anspielung auch auf das Jesus-Video, so eine Tagung Danke Jesus an der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Andreas Eschbachs Fantastische Welten hat er selbst auch teilgenommen und es gab eben verschiedene Reden, die da geschwungen wurden. In diesem Tagungsband sind die enthalten. Ich lese da gleich auch noch mal ein bisschen was draus vor. Kleines Zitat. Wir erfahren da auch aus einem Interview, das Olaf Kuzmutz mit dem Andreas Eschbach geführt hat, etwas über seine Kindheit und Jugend in Ulm und Stuttgart. Die sind dann also wohl nach Stuttgart gezogen, die Familie. Und zwar erfahren wir, dass der Vater als Werbegrafiker gearbeitet hat und nach Dienstschluss gerne mit seinen beiden Söhnen auf den Spielplatz gegangen ist und, das ist jetzt interessant, ihnen Geschichten erzählt hat. Und zwar durchaus wohl schon fantastische Geschichten. Da ging es dann um Raumschiffe und solche
Dinge. Und das fand wohl der Andreas Eschbach sehr faszinierend und sein Bruder wohl auch. Die haben dann immer dran verlangt, die Geschichte muss weitergehen. Und er hätte da jetzt daraus gelernt, dass man jede Geschichte, selbst wenn ein Protagonist stirbt oder so etwas, dass man die immer noch mal weitererzählen kann, dass eine Geschichte selten zu Ende ist, hat er da von seinem Vater gelernt. Der Bruder ist übrigens nicht in die Geschichtenerzählschiene gelangt, sondern der ist wohl Schreiner geworden. Andreas Eschbach dagegen ist nicht nur einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands, er ist recht in der fantastischen Literatur, aber auch insgesamt, sondern ist auch jemand, der sich sehr viel Gedanken um das Schreiben macht. Also seine Homepage ist eine Fundgrube. Wenn man Schreibtipps sucht. Und er hat auch viele Seminare gegeben, unter anderem in an dieser Bundesakademie, macht das allerdings, glaube ich, aktuell nicht mehr. Seine Erfahrung ist auch eingeflossen in das Schreibprogramm Papyrus Autor. Die Art und Weise, wie Andreas Eschbach seine eigenen Texte überarbeitet hat, geht ein in die sogenannte Stilanalyse dieses Programms. Das ist also etwas, was eine normale Textverarbeitung nicht hat. Da werden lange Sätze markiert, da werden Wortwiederholungen markiert, Adjektive und so. Man kann das dann eben durchgehen und sich überlegen, möchte ich daran etwas ändern? Gibt es da noch etwas zu verbessern? Gut, jetzt kommen wir aber mal zum Buch. Ich quassel hier schon wieder total lange. Also, reden wir mal über das Buch. Interessant, zumindest mal an der Taschenbuchausgabe, ist schon die Aufmachung. Das Titelbild bleibt mir auch nach der Lektüre noch mysteriös. Zwei Typen in mit seltsamen Zeichen bedruckten Handtüchern. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber sieht eigentlich ganz nett aus. Es ist apostrophiert als Thriller. Und es ist erschienen in, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, in der allgemeinen Reihe von Basta Lübbe. Original übrigens, glaube ich, bei Schneeklut erschienen, das Hardcover. Aber Basta Lübbe, die Taschenbuchausgabe. Also allgemeine Reihe Thriller. Ja, also offenbar traut man auch jemandem, der mit Science Fiction nichts zu tun hat, zu, dass er also der Handlung hier folgen kann. Und das nehme ich mal vorweg, das stimmt auch. Aber interessanterweise steht dann sowohl vorne, hier in Gelb, als auch vor allen Dingen hinten drauf, bester Roman des Jahres 1998, Gewinner des renommierten Kurd-Laßwitz-Preises. Das ist ja nicht die Originalausgabe. Also da wusste man dann schon, dass der gewonnen hat und konnte das da drauf drucken. Und dann schreibt man hier, Andreas Eschbach ist ein neuer Stern am Himmel der deutschen Unterhaltungsliteratur. Das Jesus-Video braucht den Vergleich mit den besten Werken Wolfgang Holbeins nicht zu scheuen. Also offenbar war Wolfgang Holbein so der Fixpunkt, gegen den man da vergleichen konnte. Wolfgang Holbein, übrigens sehr netter Typ, kenne ich auch. Aber interessant, dass man da den Vergleich bringt, weil Wolfgang Holbein sehr, sehr, sehr rührig ist in der Fantastik, aber tendenziell eher in der Fantasy zu finden ist als in der Science Fiction. Trotzdem nimmt man ihn hier als Vergleichspunkt. Vielleicht, weil viele Leute eben auch außerhalb der fantastischen Literatur Wolfgang Holbein auch kennen. So, worauf ich hinaus will. Einkategorisiert Thriller, allgemeine Reihe, beworben mit bester Science-Fiction-Roman durch den Kurd-Laßwitz-Preis. Etwas seltsam, aber so ist es. Was kann ich noch formal sagen zu diesem Buch? Ich finde immer noch, dass einige Verben, die Andreas Eschbach benutzt, um Sprecher zu kennzeichnen, unpassend sind. Also, das finde ich nicht. Abführungszeichen, Komma, lachte Stephen Fox. Sowas könnte da drin stehen. Aber man kann eben keine Worte lachen. Ja, das, vor allem keine ganzen Sätze. Und sowas ist da schon noch so ab und zu mal drin. Mich nervt das, aber es ist auch jetzt nicht besonders ungewöhnlich, also machen viele Autoren so eine Verknüpfung. Ich würde dann eher machen, das kann man so nicht sagen, Abführungszeichen, Komma, nee,
kann man so nicht sagen, Punkt, Abführungszeichen, neuer Satz, Stephen Fox lachte, Punkt. Naja, egal, da will ich mich jetzt auch nicht dran aufhängen, denn ansonsten ist dieses Buch, zumindest die Ausgabe, die ich habe, formal im Grunde einwandfrei. Also was Orthographie, Grammatik und diese ganzen Sachen angeht und Schriftbild, Satz und so. Ich hatte da ein bisschen gemeckert bei Solarstation. Das muss ich dann hier jetzt fairerweise auch sagen, dass es hier jetzt wirklich gut ist. Das ist derselbe Verlag, Bastei Lübbe, das haben sie hier wirklich ordentlich gemacht. Erzählhaltung, wir haben viele personale Erzähler. Das ist auch wichtig für diesen Roman, dass wir verschiedene Perspektiven haben, die dort zum Tragen kommen. In aller Regel ist es so, dass diese Leute mit einer Innensicht geschildert werden. Der personale Erzähler gliedert sich ja nochmal auf in verschiedene Varianten. Hier haben wir die auch übliche Variante dominierend, dass man also nicht nur mit der Kamera an einer Figur klebt für die entsprechende Szene, sondern dass wir auch im Kopf der Figur zu Hause sind und also ihre Gefühle und Gedanken unmittelbar mitgeteilt bekommen. Aber jeweils immer nur von der einen Figur, bei der jetzt die Kamera ist. Nur einmal ist es mir aufgefallen, und da ist es auch absolut angebracht, dass es zwar ein personaler Erzähler ist für eine Szene, aber die Außenperspektive gewählt ist, dass wir also nicht erfahren, was der denkt und fühlt. Da sind wir nämlich bei dem Schurken Ryan, den begleiten wir da in dieser einen Szene, die mir jetzt aufgefallen ist. Und da ist es eigentlich immer eine gute Idee, wenn man, oder fast immer eine gute Idee, wenn man so diese geheimnisvoll üblen Typen, wenn man die nicht zu so genau kennenlernt, das erhält ihre Mystik. So, in diesem Roman wichtig sind die Figuren. Das sieht man übrigens auch so beim Kurt-Laßwitz-Preis, denn das Jahr 1999 ist das erste, in dem es auch eine Laudatio gibt, die man auf der Webseite anschauen kann. Kann man natürlich, kann jeder hinsurfen und kann sich das da mal durchlesen. Und da schreibt der Laudator in diesem Fall eben, dass diese Geschichte ihre, ich zitiere jetzt, oftmals beklemmende Spannung durch die Interaktion der Charaktere bezieht. Zitat Ende. Kann ich so unterschreiben. Diese Charaktere, wer ist denn das? Also die Hauptfigur ist ein junger Amerikaner, der heißt Stephen Fox. Durchaus hat er was auf dem Kasten, hat viele gute Ideen, hat ein erkleckliches Vermögen sich erwirtschaftet mit Software, die er mit Kooperationspartnern in Indien herstellt. Und da macht er eben für die Zeit, wir reden jetzt hier ja ausgehendes 20. Jahrhundert, einen innovativen Ansatz, indem er halt sagt, ich mache nur die Spezifikation und dann schicke ich die rüber und die schickt mir aus Indien den fertigen Programmcode und ich bastel das zusammen und verkaufe das. Ist heute übliche Vorgehensweise, war damals aber tatsächlich noch innovativ und da kann jetzt diese Romanfigur Stephen Fox kann damit also punkten. Außerdem gibt es noch sowas, ich sage jetzt einfach mal, wie ein alter Ego des Autors, nämlich Peter Eisenhardt, ein deutscher Science-Fiction-Autor, der spielt auch mit. Dann gibt es John Cowan, einen amerikanischen Milliardär, der finanziert eine Ausgrabung in Israel. Der Stephen Fox, der hat als Hobby, dass er gerne reist, aber eben nicht als normaler Tourist, sondern er will dann irgendwie in dem Land auch was machen. Also zum Beispiel jetzt im Amazonas Schmetterlinge zählen oder so für so ein Biologieprojekt. Und er hat sich als Freiwilliger, gemeldet für eine Ausgrabung in Israel. Und zwar bei Bet Hamesh heißt dieser Ort dort. Ich weiß nicht, ob der fiktiv ist oder wirklich existiert. Da gräbt er also jedenfalls rum in der Ausgrabung, die von John Cowan finanziert wird und geleitet wird von Professor Charles Wilford Smith, einem Engländer. Jetzt macht Stephen Fox da eine wesentliche Entdeckung. Das nehme ich jetzt mal vorweg. Das kommt aber so auf den ersten 50 Seiten oder so. Das muss man jetzt aber wissen, sonst kann ich über den Roman nichts erzählen. Also. Der gräbt also aus, findet ein Skelett,
dass aufgrund der Fundlage und der Radiokarbon-Datierung, die später vorgenommen wird, tatsächlich als etwa 2000 Jahre alt identifiziert wird. Dieses Skelett, das 2000 Jahre ist, hat aber Amalgamblomben und einen modern versorgten Bruch im Bein. Und das konnte man natürlich vor 2000 Jahren nicht machen. Und jetzt hat er aber noch an anderen Zähnen, hat er also so Schäden, Karies und so weiter, die aber nicht nach modernem Maßstab behandelt wurden. Wie kann denn das jetzt sein? Da schließen wir messerscharf. Vielleicht ist es ja ein Zeitreisender, der zurückgereist ist in die Zeit Jesu und dann dort aber umgekommen ist. Steile These. Deswegen wird auch nämlich der Peter Eisenhardt eingeflogen als Science-Fiction-Autor. Kennt er sich aus mit Zeitreisen? Der soll also mal abklopfen, welche Möglichkeiten gibt es denn, dass sowas plausibel passieren könnte. Denn neben diesem Zeitreisenden finden wir einen Plastikbeutel und darin eine Bedienungsanleitung für eine Videokamera. Jetzt kann man ja schnell zwei und zwei zusammenzählen. Was könnte jemand wohl gefilmt haben wollen, der 2000 Jahre in die Vergangenheit reist, in die Zeit Jesu? Wahrscheinlich doch irgendwas, was mit Jesus zu tun hat. Also daher der Titel Jesus Video. Da man ja nur die Anleitung von dieser Kamera hat, aber nicht die Kamera selbst, geschweige denn den Videofilm, geht jetzt so eine Schnitzeljagd, wenn man so will, los. Also eine wilde Suche nach diesem Video. Da kann man sich dann auch vorstellen, und es wird auch in dem Roman diskutiert, was das für Auswirkungen hätte, wenn die zum Beispiel die Auferstehung festgehalten hätte. Oder wenn sie festgehalten hätte auf diesem Video, dass Jesus gar nicht gelebt hat oder dass er eben nicht auferstanden ist. Also diese Fragestellungen, das hätte ja alles weitreichende Konsequenzen. Wir erinnern uns, 1998, katholische Kirche im Heyday von Johannes Paul II., voll unter Dampf, also völlig präsent in der Weltpolitik. Was wäre denn da jetzt passiert, wenn man so ein Video hätte, dass das entweder das eine oder das andere belegen würde mit Videobeweis? Natürlich kann man mit sowas auch viel Geld machen. Jetzt kommt wieder hier Kollege John Cowan, der hat nämlich einen Nachrichtensender, der könnte das ja dann weltweit senden und so. Naja, okay, es gibt noch ein paar mehr Figuren. Es gibt nämlich die Judith. Die Judith ist die ist auch in dieser Grabung, hat die sich auch freiwillig gemeldet. Relevant für die Geschichte ist, dass sie, wie eigentlich jeder in Israel, Wehrdienst geleistet hat. Also sie ist in dem Sinne dann Ex-Soldatin und kann also gut schießen und so ein paar waffenlose Kampftechniken hat sie also drauf und so. Und das wird sich noch gewinnbringend auswirken. Dann gibt es noch ihren Bruder Jehoshua, dem brauchen wir auch so eine Figur, nämlich einen Wissenschaftler, der also sich darauf versteht, alte Dokumente zu erforschen und insbesondere verblasste Schrift wieder sichtbar zu machen, kann man sich auch vorstellen, bei so einem Fund ist ja auch wichtig. Für das, was ich jetzt gleich ausführen will, auch noch relevant ist Georges Martinez, ein Mexikaner-Amerikaner, der also aus einer sehr gläubigen Familie stammt, auch selbst sehr gläubig ist. Und als einer der wesentlichen Gegenspieler der Pater Scarfaro aus dem Vatikan, tada, der also natürlich dann auch den Auftrag hat, die Interessen des Vatikans zu sichern an diesem Video. Und bei dem ist es also so, dass die Familientradition ist, dass immer einer von den Söhnen Priester wird und dem Vatikan dient, weil nämlich alle anderen in der Mafia sind. Also da muss man so die Familienbalance, muss man so wahren, ja. So, also der als familiär schon geprägt, dass er da also auch, ich sage mal, die nonverbale Argumentation beherrscht. Jetzt kann man sich vorstellen, wir haben viele, viele, viele Blickwinkel durch diese verschiedenen Figuren. Und das ist eben sehr wichtig. Dafür ist ja auch der Roman unter anderem ausgezeichnet worden.
Und dafür ist auch, um da nochmal einen Rückgriff zu machen, Andreas Eschbach mit seiner Einstellung genau der Richtige. Der kann, und das ist dann wiederum bewundernswert, der kann sich also in sehr viele unterschiedliche Denkweisen eindenken. Und zwar so, dass die dann jeweils für sich sehr schlüssig sind und dass die auch im Gedächtnis bleiben. Auch dieses Buch habe ich vor 20 Jahren oder so das erste Mal gelesen. Und als ich dann selbst mal im Heiligen Land war, habe ich mich tatsächlich noch an eine Stelle erinnert. Der George Martinez, der ist eben sehr basisgläubig, sage ich mal. Also im Gegensatz zu theologisch hochgestochen, dass der jetzt alle Konzepte kennen würde und also viele theoretische Abhandlungen und sowas, das ist nicht sein Ding. Kennt halt die Bibel und betet gerne und so weiter und so weiter. Und der nutzt also die Möglichkeit, dass er jetzt da in Israel ist, um dann mal Jerusalem zu besuchen und sich da umzugucken an den heiligen Städten, ist ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt nicht in die Grabeskirche kommt, latscht da durch die Stadt und findet dann in einer relativ engen Gasse so ein Hinweisschild, wo halt draufsteht, so und so vielte Kreuzwegstation. Also sprich, diese Gasse, wo er da ist, war dann offensichtlich Teil des Kreuzweges, den eben Jesus gegangen ist, wo er das Kreuz getragen hat. Und diese Gasse ist aber sehr eng. Und jetzt Überlegung von George Martinez, dann kann ich ja eigentlich diese Gasse, wo ich rechts und links die Wände mit meinen Händen berühren kann, da wo ich hier stehe, da ist der Herr gewandelt. Also da war, ich bin jetzt an derselben Stelle, wo Jesus vor 2000 Jahren auch gewesen ist. Und diese im Grunde sehr unspektakuläre Stelle hat für ihn dann natürlich eine ganz große Bedeutung durch diesen Gedanken, den er da hat. Und ich war da natürlich auch, also ich war natürlich, als ich im Heiligen Land war, war ich natürlich auch auf der Via Dolorosa und habe da also diesen Kreuzweg, bin ich da gegangen und habe mich da währenddessen tatsächlich an diese Stelle aus dem Roman von Andreas Eschbach erinnert. Jetzt darf man sich aber nicht vorstellen, dass alle Figuren jetzt besonders fromm wären. Aber natürlich muss man so religiöse Fragestellungen irgendwie diskutieren, wenn es in dem Buch irgendwie um Jesus geht. Das ist ja irgendwie naheliegend. Aber Andreas Eschbach macht das jetzt sehr, sehr undogmatisch. Er hat eben so eine ganz große Vielfalt an den Figuren und gerade die Hauptfiguren Stephen Fox und Peter Eisenhardt, die sind also positioniert als Atheismus und zwar in der dämlichsten Ausprägung. Kann man nicht anders sagen. Die verwechseln Petrus und Paulus, die haben das Unfehlbarkeitsdogma nicht verstanden, die haben nicht begriffen, dass es drei verschiedene Inquisitionen gab und die Kongregation für Glaubenslehre, der gehört nämlich der Scafaro an, dass die eben nicht die Nachfolgeorganisation der mittelalterlichen Inquisition ist, sondern die der römischen Organisation. Kleiner Unterschied. Die im Mittelalter haben eben Ketzer verfolgt und im Zweifel verbrannt. Klammer auf, übrigens keine Hexen, das war später, das war in der Neuzeit. Klammer zu. Und nicht die Inquisition. Also da kann man auf jeden Fall sagen, die waren so mit dabei beim Foltern und beim Verbrennen von Heretikern, ist eigentlich der richtige Begriff. Das haben die also gemacht. Das war aber mittelalterliche Inquisition. Völlig unabhängig davon ist die spanische Inquisition, braucht uns nicht zu interessieren in diesem Moment, und die römische Inquisition, die immer schon eine Zensurbehörde gewesen ist, spielt für Stephen Fox und Peter Eisenhardt keine Rolle. Unbelastet von irgendwelchem Sachverstand haben sie da so ihre antikirchlichen Ressentiments. Also die gibt es eben auch. Und dann gibt es eben alles dazwischen. Es gibt eben etwas gebildetere Leute natürlich auch, ja, und etwas differenziertere Ansichten. Und jetzt hier Judith und Jehoshua sind natürlich Juden, haben aber auch Probleme damit, dass ihr Vater also zur Ultraorthodoxie konvertiert ist und seine Familie dann im Stich gelassen hat. Der taucht dann auch nochmal auf. Also so verschiedene Sichtweisen kommen da raus. Und ja, das führt so weit. Nachher gibt es dann so eine gewisse Betrachtung, sag ich mal, durchaus in gewisser Weise religiöser Art, die also zu folgendem Ereignis geführt hat. Ich ziehe das jetzt hier aus diesem Tagungsband, aus dem Interview mit Andreas Eschbach.
Da fragt jetzt Olaf Gutzmutz, der stellt die Fragen. Ein Autor erlebt vieles besonders kurios, fand ich aber Folgendes über das Jesus-Video im Kirchenkonzert. 2008 wurde dann die Passion hieß Der andere Plan, eine Passion nach Paul Gerhardt, dem Evangelisten Lukas und Andreas Eschbach, aufgeführt. Was war das denn? Andreas Eschbach antwortet: Ich hätte auch gern gehört, wie die das da gemacht haben. Im Jesus-Video gibt es Passagen, in denen meine Hauptfigur Stephen Fox Jesus sieht. Diese Passagen sollten, so sagte es mir mein Ansprechpartner damals, zur Musik vorgetragen werden. Und dafür brauchte er mein Einverständnis. Also selbst offensichtlich eine im echten Leben fromme kirchliche Gruppe greift auf das Buch, das Jesus-Video, zurück, um da ihre Passionskonzerte da zu machen. Obwohl die Hauptfiguren, wie gesagt, reichlich im Feld des Atheismus stecken, ne? Okay, was man außerdem noch sagen kann, ich glaube, das muss man einfach mal erwähnen, obwohl es in diesem Roman keine so große Rolle spielt. Andreas Eschbach hat auch eine, ich will nicht sagen neutrale Haltung, aber zumindest keine völlig verdammende Haltung zum Thema Kapitalismus. Also er hat zwei Figuren da drin, den Kaun und den Fox, die ja sehr, sehr reich sind. Und er verbindet dieses Reichsein durchaus mit einem angenehmen Lebensstil. Oftmals wird das ja so als etwas nicht Erstrebenswertes dargestellt in der Literatur. Darüber ist Andreas Eschbach erhaben. Also er beschreibt wirklich, dass es durchaus angenehm ist, wenn man die Freiheit hat, sein Leben frei von ökonomischen Zwängen zu gestalten. Wenn man sich einfach mal was gönnen kann und dass eben ein gut sitzender Anzug eine feine Sache ist. Also das stellt er in vielen Romanen dar und hier eben auch. Also was ich damit sagen will, er verdammt jetzt nicht von vornherein, wenn jemand sagt, er strebt nach weltlichen Gütern, so, ne? Sondern er sagt dann schon, das ist irgendwie nachvollziehbar, dass man danach strebt, denn das ist einfach angenehm, wenn man viel Geld hat. Reich sein, besser als arm sein. Eigentlich triviale Erkenntnis aus dem Alltagsleben wird in Romanen selten so ausgedrückt, zumindest nicht so wie hier. So, Roman von 1998 hat eben dann dadurch auch einige zeitliche Anachronismen so drin, die uns heute als heutigen Leser so ein bisschen auffallen. Also Faxe spielen eine Rolle, genau wie auch schon in Solarstationen. Ich glaube, viele moderne Leser wissen gar nicht mehr, was ein Fax ist. Wenn man was nachschlägt, was nachschaut und was nachrecherchiert, spielt das Internet in diesem Roman hier keine Rolle. Sondern wir gehen in Bibliotheken und wir schlagen nach in der Enzyklopädie Britannica. Das war damals also das vorherrschende Nachschlagewerk, hat irgendwann aber eingestanden, dass es den Wettlauf mit Wikipedia verloren hat. Stephen Fox, wie gesagt, der reiche Bursche, hat unter anderem deswegen ein Handy und ein Laptop, damals große Sache. Also er kann eben sein Handy mit dem Laptop koppeln und kann E-Mails empfangen. Fragt man sich heute, ja und? War damals aber tatsächlich was, wo man gesagt hat, wow, das ist aber cutting edge hier. Ja. Auch für Nachrichten ist das Internet nicht interessant zu dieser Zeit. Es geht um Zeitungsveröffentlichungen. Deswegen spielt auch ein Reporter da eine wesentliche Rolle. Gut. Jetzt habe ich viel drumherum erzählt. Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen was zur Struktur der Handlung auch erzählen. Es gibt diese Ausgrabungen. Peter Fox findet dieses Skelett, Anleitung der Videokamera. Daraufhin ruft der Charles Wilford Smith diesen Sponsor, diesen Milliardär John Cowan, der dann auch direkt anrückt. Dann haben wir da also schon verschiedene Interessengruppen vor Ort. Danach besteht dieser Roman zum einen aus so einer Thriller-Handlung mit Verfolgungsjagd und Schießereien, die aber gut gemacht ist, kann man nicht anders sagen. Und noch viel besser gemacht sind die verschiedenen Diskussionen, kann das denn jetzt wirklich ein Zeitreisender sein? Was spricht überhaupt dagegen? Wieso sollte man eigentlich nicht zu leichtfertig davon ausgehen, dass es ein Zeitreisender ist? Wenn es ein Zeitreisender war, was können wir aus der Fundsituation schließen
über seine Motivation und vielleicht auch das Umfeld, in dem diese Zeitreise stattgefunden hat. Wo könnte diese Videokamera, wo könnten diese Aufnahmen sein? Was gibt es da für sinnvolle Ansätze, wo man danach suchen könnte und wie kann man das anstellen? Auf der einen Seite, wenn man die Ressourcen eines Milliardärs John Cowan hat, auf der anderen Seite die Underdogs mit Stephen Fox, Yehoshua und Judith. Natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte zwischen Stephen Fox und Judith. Ja, das natürlich nehme ich jetzt zurück, aber es gibt eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, ja, die nicht ganz einfach ist. Okay, ich lese noch mal was vor, was sich auch auf die Figuren wieder bezieht, denn meiner Meinung nach sind die richtig coolen Typen, die den Bogen raus hat, haben, sind die Leute aus dem Vatikan. Und das werde ich jetzt belegen, indem ich diese Szene jetzt hier vortrage. Also John Cowan ist derjenige, bei dem die Perspektive ist, dieser Milliardär, der hat sich jetzt überlegt, er kommt mit dem Vatikan ins Geschäft, indem er ihnen einfach dieses Video, so er das denn finden sollte, vertickt. So, und jetzt hat er also einen Termin mit einem Kardinal oder zumindest einem Prälaten. Cowan spürte, wie sich die Anspannung in seiner Magengrube senkte und fest zu werden, sich in puren Stahl zu verwandeln schien. Er kannte dieses Gefühl. Das war Kampfbereitschaft. Das Büro von Prälat Giuseppe Gennaro war überraschend klein. Die Möbel schienen allesamt aus dem Mittelalter zu stammen. Wuchtige dunkle Tische, Schränke und Stühle und allein der Teppich musste Unsummen wert sein. Ich höre, sagte der Geistliche ungnädig und in sehr italienischem Englisch, nachdem sie Platz genommen hatten. Dabei blickte er sie aus dunklen kleinen Schildkrötenaugen an und malte unentwegt mit dem Unterkiefer. Cowan beugte sich leicht vor, fasste sein Gegenüber ins Auge, eine Gestik, die sich an unzähligen Konferenztischen überall in der Welt bewährt hatte, und begann. Sir, mein Name ist John Cowan, ich bin Vorstandsvorsitzender der Cowan Enterprises. Mein Unternehmen verfügt über. Der dürre alte Mann winkte ungeduldig ab. Ja, das weiß ich alles. Was wollen Sie? Der Prälat schien in einem bestürzenden Maß unbeeindruckt zu sein von der Bedeutung seines Besuchers. Cowan atmete einmal tief durch. Vor allem war eines klar. Dieser hässliche Gnom mit der schmalrandigen Heinrich-Himmler-Brille und dem schütteren Haar war ein Hindernis, kein Gesprächspartner. Es galt, ihn zu überwinden, nicht ihn zu überzeugen. Mein Unternehmen finanziert eine bedeutende Ausgrabung in Israel. Im Zuge dieser Ausgrabungen sind wir auf die Spur eines Artefakts aus der Zeit Jesu gestoßen, das von entscheidender Bedeutung für die katholische Kirche sein dürfte, erklärte Cowan und fügte dann aus einem plötzlichen kühnen Impuls heraus hinzu, so entscheidend, dass ich hierüber mit dem Papst reden muss. Er bekam mit, wie Basso neben ihm erschrocken die Luft anhielt. Der Geistliche ließ sich in seinen hochlehnigen Stuhl zurücksinken, so dass man fürchtete, er werde jeden Moment hinter seinem abgewetzten Aktendeckeln unter den Tisch rutschen. Seine Schildkrötenaugen verengten sich, während er Cowan eingehender betrachtete. Was ist das für ein Artefakt? Fragte er. Seine Stimme hatte einen unangenehm metallischen Unterton. Wie gesagt, wir haben es noch nicht, aber wir werden es bald haben. Alles, was sich im Moment darüber sagen lässt, ist, dass es wahrscheinlich zweifelsfrei zeigen wird, ob die Auferstehung Jesu tatsächlich stattgefunden hat. Cowan machte eine winzige Kunstpause, um den Effekt zu vergrößern, ehe er hinzufügte. Oder nicht. Der Prälat legte die Finger seiner Hände vor sich auf die Tischkante, als wolle er Klavier darauf spielen und erzeugte leise trommelnde Geräusche damit, während er nachdachte. Ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll, das Sie da zu finden hoffen, erklärte er schließlich. Aber Sie stimmen mir doch sicher zu, dass es von überragender Bedeutung für die Kirche wäre, erwiderte Cowan. Der Blick des anderen blieb kalt. Tut mir leid. Nein. Nein?
Der Stahl in seiner Magengrube fing an zu schwingen, wie ein Schwert im Kampf. Entschuldigen Sie, Sir, aber würden Sie mir das bitte erklären? Ich sagte, dass wir einem historischen Beweis auf der Spur sind, der ein für alle Mal klarstellen wird, ob Jesus von den Toten auferstanden ist oder nicht. Inwiefern könnte die Kirche dies ignorieren? Die Auferstehung Christi ist geoffenbarte Glaubenswahrheit. Sie ist unabhängig von wissenschaftlichen Beweisen, die im Grunde immer nur Interpretationen weltlicher Wahrnehmungen sind. Mein Flugzeug wartet auf dem Flughafen von Rom auf mich. Jemand könnte sich ansehen, was wir gefunden haben. Ein Kardinal, ein Geschichtsexperte Ihres Vertrauens, der Papst selbst von mir aus. Heute Abend noch, jetzt gleich. Der Flug dauert 2,5 Stunden, die Fahrt zur Ausgrabungsstätte eine. Er könnte um Mitternacht wieder zurück sein. Der Heilige Vater hat eine übermenschliche Last verschiedener Verpflichtungen zu tragen, erklärte der Sekretär. Überdies ist er sehr krank. Es ist völlig ausgeschlossen, dass er aus einer spontanen Laune heraus irgendwo hinfliegt. Ein säuerlicher Gesichtsausdruck schien besagen zu wollen, dass er weder von Launen noch von Spontanität sonderlich viel hielt. Das gilt im Prinzip auch für die Kardinäle. Dann lassen Sie mich einen Wissenschaftler mitnehmen. Es gibt doch eine päpstliche Akademie der Wissenschaften. Jemand von dort soll mitfliegen. Darüber habe ich nicht zu befinden. Wer dann? Im Prinzip seine Heiligkeit. Kaun seufzte. Na schön, kann ich Ihnen dann wenigstens sprechen? Wenn Sie eine Papstaudienz wünschen, müssen Sie sich an die Präfektur des päpstlichen Hauses wenden. Die kleinen Augen hinter der dünnrandigen Brille glitzerten kühl. Sie hat am Montag wieder geöffnet. Das war ja nicht zu fassen. Hören Sie, bis dahin haben wir das Ding wahrscheinlich schon ausgegraben. Vielleicht halten wir da schon die erste Pressekonferenz ab. Und vielleicht wird das, was wir dann zu sagen haben werden, seiner Heiligkeit absolut nicht gefallen. Weil wir vielleicht beweisen, dass damals alles ganz anders war, als es in der Bibel steht und seine Kirche dann die Anhänger scharenweise verlieren wird. Die Wahrheit, Mr. Kaun, erklärte der Geistliche dünnlippig, ist nicht demokratisch. Selbst wenn passieren sollte, was Sie andeuten, ich bin überzeugt, dass es nicht passieren wird, könnte das für die heilige katholische Kirche keine Veranlassung darstellen, etwas anderes zu verkünden als das, was seit 2000 Jahren Inhalt des Glaubens ist. Die Wahrheit ist, entgegnete Kaun, dass niemand sie kennt und dass wir alle nur suchen. Das ist, was ich glaube. Der Prälat faltete die welken Hände. Dann tun Sie mir leid, Mr. Kaun. Also, die Leute aus dem Vatikan haben die Sache im Griff. Das bleibt aber nicht über die Dauer des Romans so. Es gibt noch eine kurze Stelle, die finde ich ganz witzig. Die lese ich auch noch mal vor, ist wirklich kurz. Da hat der Milliardär Kaun oder der Stephen, ja, Kaun, der hat eine Betrachtung zu einem Mann des Zeitgeschehens, die bei uns jetzt natürlich besonders interessant ist. Noch stand sein Imperium auf tönernen Füßen. Das mahnende Beispiel, das ihm immer vor Augen stand, so sehr, dass er sich allen Ernstes schon überlegt hatte, ein Bild des Mannes auf seinen Schreibtisch aufzustellen, war das Schicksal eines längst vergessenen Immobilientycoons der 80er Jahre, ein Mann namens Donald Trump, der jahrelang von den Medien als Wirtschaftswunderknabe und Erfolgsmensch hochgejubelt worden war, so lange, bis er es selber geglaubt hatte und leichtsinnig geworden war. Man sagte später auch größenwahnsinnig dazu, und viele von denen, die das sagten, hatten zu denen gehört, die ihn beklatscht hatten, als er noch ganz oben zu stehen schien. Sein Sturz war schnell und grausam gewesen, Banken hatten ihre Kreditzusagen zurückgenommen, Investoren waren ausgestiegen, Projekte gescheitert, und er war sehr, sehr tief gefallen, war fast völlig von der Bildfläche verschwunden. Das war bereits nicht mehr so, als Andreas Eschbach später 1 Billion Dollar veröffentlicht hat. Da hat er ein Nachwort dazu geschrieben und in dem schreibt er hier,
Das Gebäude Wall Street Number 40 ist übrigens, soweit ich weiß, in Wirklichkeit tatsächlich im Besitz von Donald Trump, den ich in meinem Roman Das Jesus-Video etwas vorschnell als in der Versenkung verschwunden bezeichnet habe. Sorry, Mr. Trump. Also das Jesus, das 1 Billion Dollar, das ist aber jetzt auch schon von 2001. Also auch schon lange, bevor jetzt Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Aber ich finde es ganz witzig, dass der da auftaucht. Dieser Anachronismus und vor allem natürlich auch diese Anachronismen mit Faxe schicken und so weiter, die zeigen auch, dass Science Fiction sich immer so in gewisser Weise in ein Risiko begibt, wenn sie überprüfbare Voraussagen macht. Also das gilt nicht für Science Fiction, die jetzt Jahrtausende in der Zukunft spielt, aber so im Nahbereich kann man eben doch noch mal falsch liegen. Gut, also der Roman besteht im Wesentlichen auf der Jagd nach diesem Video plus Überlegungen dazu, was denn jetzt das auf sich hat, wenn man das findet oder ob eine Zeitreise überhaupt möglich sein kann. Wenn ja, wie? Diese ganzen Geschichten. Das Ende finde ich persönlich zu lang. Also es erinnert, hat mich so ein bisschen erinnert an Der Herr der Ringe mit seinen elendlangen vielen Epilogen, was denn dann noch so alles passiert ist. Allerdings muss ich sagen, vom Inhalt her bin ich mit dem Schluss durchaus einverstanden. Finde ich, macht das schon rund. Das ist schon gut. Ich hätte es mir etwas, für mich war die Geschichte im Grunde also 50 Seiten vor Schluss war eigentlich Ende und dann hätte für mich ein kurzer Epilog noch gereicht. Naja, kleinere Schwäche irgendwo vielleicht. Der Roman ist einer der wenigen Kurd-Laßwitz-Preisträger, die verfilmt worden sind. Hier Zweiteiler für ProSieben verfilmt, das Jesus-Video. Ich sage mal, da steht jetzt auch auf der Video-DVD-Hülle, steht auch drauf. Was steht da nochmal? Nach Motiven des Romans von Andreas Eschbach. Verfilmt im Jahr 2002. Im Zusatzmaterial dieser DVD erfährt man, dass bis dahin das Buch sich 400.000 Mal verkauft habe. Dieses Nach Motiven des Romans von, da muss man immer schon so ein bisschen aufhorchen. Das bedeutet nämlich, dass es keine werktreue Umsetzung ist und das ist hier noch vorsichtig ausgedrückt. Ich sage mal, wer den Film gesehen hat, wer die Verfilmung gesehen hat, kann mit Genuss auch hinterher noch das Buch lesen, denn er wird viel Neues finden, mit anderen Worten eine andere Geschichte vorfinden. Also das ist schon weit weg von der Romanvorlage. Man hat die Grundidee genommen mit Skelettvideo nach dem Video suchen, hat durchaus einen ansprechenden, actionreichen Film da rausgehauen. Die Figuren sind aber anders, heißen zum Teil auch anders. Der Stephen Fox, die Hauptfigur im Roman, ist Amerikaner und der Steffen Vogt, ist also Deutscher, wahrscheinlich um sich mit dem deutschen Fernsehpublikum etwas, vertrauter zu stellen. Manche Figuren, die im Roman negativ sind, sind positiv in der Verfilmung umgesetzt und so weiter. Ja. Also kann man sich gerne angucken, soll sich hinterher nur nicht der Illusion hingeben, man wüsste, was in dem Roman steht. Das tut man nicht. Zu dem Roman gibt es eine Fortsetzung, die aber viel später erschienen ist, nämlich 2014. Die heißt Der Jesus-Deal. Also auch da ging es dann weiter. Allerdings, trotz dieser Erfolge, soweit mir bekannt, gibt es keine Übersetzung von diesem Roman ins Englische, was mich etwas gewundert hat. Aber naja. So. Was halte ich denn jetzt von diesem Roman? Ich finde, dass eine der Hauptfiguren, nämlich der Peter Eisenhardt, so ein bisschen unmotiviert ist. Der überlegt die ganze Zeit was und ja, okay, er hat seine Berechtigung dann vielleicht doch im Hinblick darauf, dass es eben Leute geben wird, die dieses Buch lesen. Ist ja allgemeine Reihe, die von Science Fiction nicht viel verstehen und insbesondere von dieser Zeitreisethematik. Das ist für uns Science Fiction Fans was, das haben wir 100-mal durchdekliniert gesehen. Was gibt es da für Möglichkeiten für Paradoxa und so weiter?
diesen ganzen Kram, der wird eben ausgebreitet von dem Peter Eisenhardt. Der muss sich da also das muss er alles ausknobeln und den anderen Figuren erklären. Das ist so seine Rolle, aber das ist natürlich nichts, was jetzt die Handlung wahnsinnig jetzt vorantreiben würde. Aufgrund seiner Einstellungen, die er so mitbringt zur Thematik an sich, ist er in gewisser Weise ein Schatten von Stephen Fox, der also ganz ähnliche Einstellungen aufs Tablett bringt. Der Roman hatte, glaube ich, wirklich den perfekten Veröffentlichungszeitraum 1998. Im direkten Vergleich zu Solarstation, dem ersten Roman, mit dem Andreas Eschbach den Kurd-Laßwitz-Preis gewinnen konnte, finde ich, hängt der wirklich sehr in seiner Zeit fest. Ich weiß nicht, ob heutzutage noch so die Stimmung ist, in der man so eine Geschichte so positiv rezipiert. Solarstation dagegen ist ein sehr zeitloses Buch in meinem Empfinden. Aber in dieser Zeit, also 1998 und Folgejahre, war er natürlich sehr verdienstvoll für die Science Fiction. Er hat eben die Zeitreisethematik einem breiten Publikum vorgestellt, dadurch vielleicht auch Leute interessiert für das Genre Science Fiction und gewonnen dafür. Und damit eben auch die Leserbasis, die Fanbasis, die Basis, auf der auch die Science Fiction im deutschsprachigen Raum ökonomisch existieren kann, erheblich verbreitert. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Andreas Eschbach als Autor und natürlich dann da auch mit seinem Buch inspirierend gewirkt hat und immer noch wirkt für viele Autoren, Kolleginnen und Kollegen, die nicht oder noch nicht so erfolgreich sind wie er, aber eben daran sehen, man kann eben interessante moderne Geschichten erzählen, auch als deutschsprachige Autorin oder deutschsprachiger Autor. Das darauf zu reduzieren, dieses Buch wäre aber nicht richtig. Es hat durchaus seine Berechtigung, dass da Thriller draufsteht. Es ist eben wie ein Thriller oder als Thriller geschrieben. Nicht wie ein Thriller, sondern es folgt dieser Thriller-Thematik. Man haut erstmal die Handlung aus dem Dock, ja. Also das Schiff muss erstmal schwimmen und wird dann eben nochmal so ein bisschen seetüchtig gemacht, während es schon fährt. Sprich, die Handlung läuft erstmal an, zack, 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 zack. Passiert ordentlich was und dann ist man schon so 50 Seiten im Roman drin, dann erfährt man erstmal, was das überhaupt für Leute sind, die da handeln. Also da gibt es dann so ein bisschen Dialog oder wie auch immer, in dem dann klar wird, dass dieser Stephen Fox also seine Kohle damit Software gemacht hat und so weiter. Also das wird dann praktisch dann so nachgeliefert, wenn die Handlung schon im Schwung ist. Das heißt, man kommt da flott durch. Die Szenen sind kurz geschnitten. Man kommt da also, hat den Eindruck, dass man rasch vorwärts kommt, obwohl das Buch jetzt auch 650 Seiten hat. Also in dem Sinne jetzt kein dünnes Buch ist, aber trotzdem flott geschrieben. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also flott geschriebenes, dickes Buch. So, ja. Thrillermäßig natürlich mit den üblichen Action, also der üblichen Dominanz von Action in der Handlung. Ordentlich wird da rumgeschossen und alles, ja, eine gute Sache. Und auch gekonnt gemacht. Also das ganz klar. Was für mich die Sache über den Punkt eines sehr guten Buches hinaushebt in den Bereich eines exzellenten Buches, ist diese Vielfalt von Figuren. Also wirklich Hut ab. Andreas Eschbach kann unmöglich mit jeder seiner Figuren diese Einstellungen, die dort geschildert und ausgebreitet und auch glaubhaft gemacht werden, teilen. Das geht gar nicht. Dafür sind die zu gegensätzlich. Wie gesagt, man hat diesen total dumpfen Atheismus, man hat so ein etwas schlauere Herangehensweise an die ganze Sache auch. Man hat einen sehr naiven, ich sage jetzt schon mal so Kleinkinderglauben. Man hat einen sehr pragmatischen Ansatz an die Kirche als Organisation. Man hat die jüdische Weltsicht so ein bisschen damit drin. Ja. Und alles sehr, also ich sage jetzt mal in gewisser Weise, nichts davon wird glorifiziert und nichts davon wird verdammt. Also nichts davon wird der Lächerlichkeit preisgegeben oder so etwas, sondern alles hat so seine Agenten in diesem Buch, wenn man so will. Man könnte sich das so vorstellen wie so eine
fast wie so eine Verhandlung, wo dann die Figuren für verschiedene Sichtweisen sprechen und jeder mit voller Überzeugung für seine Sichtweise spricht und man jedem auch irgendwie nachfolgen kann. Man kann das irgendwie begreifen, warum die da ihre entsprechenden Überzeugungen ausbreiten. Und das ist hochinteressant und natürlich auch besonders schön dann, wenn das so aufeinander knallt und die sich miteinander auseinandersetzen müssen. Sehr schön gemacht, tolle Sache. Bin ich sehr mit einverstanden, dass dieser Roman den Kurd-Laßwitz-Preis gewonnen hat. Und es freut mich auch, dass das eben hier in der Werbung auf dem Buch auch nochmal erwähnt wurde, dass man da also auch das wahrgenommen hat im Verlag und auch gesagt hat, das ist doch eine schöne Sache, lass uns das mit auf das Buch schreiben. Und dass es verfilmt wurde, finde ich auch gut, wenn auch eben nicht werkgetreu verfilmt wurde. Aber ich hoffe mal, dass dadurch sich diese damals aktuelle Verkaufszahl von 400.000 Exemplaren nochmal ein Stück weit gesteigert hat. Ich glaube, das Buch hat es verdient, viele Leserinnen und Leser zu finden.